Es gibt viele Mythen rund um die wohl größte jemals von Menschen erbaute Struktur, die Große Mauer von China. Einige sagen, sie sei so groß, dass sie aus dem Weltraum sichtbar ist. Andere behaupten, dass man sie sogar vom Mond aus sehen kann. Andere Theorien legen nahe, dass die Erbauer der Mauer darin eingeschlossen wurden. Es tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen, aber all diese beeindruckenden Geschichten sind nur Mythen. Aber selbst mit diesen aufgedeckten Geschichten ist die Große Mauer von China eine beeindruckende und wirklich atemberaubende Struktur. Daher möchte ich Ihnen Ihre wahre Geschichte erzählen. Heute ist China eines der bevölkerungsreichsten Länder der Welt und zählt bis zu 1,4 Milliarden Einwohner. Es ist auch eine der ältesten Nationen der Welt. Es hat 3500 Jahre kontinuierliche schriftliche Geschichte, aber die Zivilisation existierte schon lange vorher. Es gibt eine Theorie, dass der europäische Kontinent zum Beispiel höchstwahrscheinlich von Menschen aus Afrika erreicht wurde. China jedoch nicht von Siedlern besiedelt wurde, die von anderswo kamen. Einige Leute glauben, dass die chinesische Zivilisation von lokalen Steinzeitmenschen geformt wurde, die seit der Urzeit auf dem Territorium lebten. Jetzt zur chinesischen Mauer. Sie ist wirklich groß, sogar nach heutigen Standards. Sie erstreckt sich über mehr als 21.000 Kilometer. Um es besser vorstellen zu können, ist es fast fünfmal die Entfernung zwischen New York und Los Angeles. Oder sogar ein bisschen größer als die Entfernung zwischen dem Nord- und Südpol. Selbst in modernen Zeiten hat man noch nie etwas annähernd so Großes gebaut. Natürlich hat es nicht einen Tag gedauert, die chinesische Mauer zu bauen. Zwei? Weiter. So. Tatsächlich wurde die Mauer über Jahrhunderte hinweg gebaut. Vielleicht wissen Sie, dass alte Städte Mauern um sich herum hatten, um sich vor Eindringlingen zu schützen. Ja, auch chinesische Städte hatten sie. Der erste chinesische Kaiser vereinigte das Land im Jahr 220 Volts, Qiugang, und hatte eine brillante, aber sehr ehrgeizige Idee. Alle Stadtmauern in eine große Mauer zu verwandeln, die Landesgrenze gegen Angriffe aus dem Norden verteidigen würde. Ein vertrauenswürdiger General leitete den Bau und rekrutierte eine große Gruppe von Arbeitern, Soldaten, Gemeine und Straftäter. Damals wurde die Mauer aus gestampfter Erde und Holz gebaut. An einigen strategisch wichtigen Stellen überlappten die Abschnitte der Mauer, um maximale Sicherheit zu gewährleisten. Die Mauern waren durchschnittlich etwa 26 Fuß hoch. Aber die große Mauer sah noch nicht aus wie das Bauwerk, das wir heute kennen. Jeder nächste Kaiser würde das Großprojekt Mauer aufgreifen, es verstärken und erweitern, reparieren, aber auch die Bautechniken modernisieren. Einige verwendeten Ziegel zum Bau, einige wechselten zu Granit- und Marmorblöcken. Wachtürme und Plattformen waren ebenfalls nicht von Anfang an vorhanden. Sie wurden von Ming-Kaisern hinzugefügt. Die Wachtürme ermöglichten die Kommunikation mit den anderen Teilen der Mauer durch Rauch- und Feuernachrichten. Daher ist die Mauer in Bezug auf das Material ziemlich inkonsistent, was jedoch nur mehr Charme zu der Konstruktion hinzufügt und zeigt, wie viel Mühe und Zeit benötigt wurde. Der Grund, warum einige Teile der Mauer seit Jahrhunderten stehen und immer noch in gutem Zustand sind, ist Klebreismehl. Es stellt sich heraus, dass dieser Klebreismörtel fast wie Zement ist. Er ist sehr stark und wasserdicht und versiegelt die Ziegel so dicht, dass selbst heimtückische Unkräuter nicht zwischen ihnen wachsen können. Sie werden vielleicht auch bemerken, dass einige Steine Inschriften enthalten, die von den Arbeitern eingraviert wurden, die die Mauer errichteten. Der Zweck dieser Inschriften ist die Qualitätssicherung. Sie enthalten Informationen wie Ort, Menge und verantwortliche Beamte. So würde im Falle von Problemen mit der Qualität von Materialien oder Konstruktionen bekannt sein, wer dafür zur Rechenschaft gezogen werden sollte. Kürzlich hat eine Forschungsgruppe offizielle historische Dokumente der Ming-Dynastie durchgesehen, die China vom 14. bis zum 17. Jahrhundert regierte. Sie stießen auf Aufzeichnungen von geheimen Türen in der Großen Mauer, also entschieden sie sich, diese zu finden. Sie benutzten einen fliegenden Roboter, um kontinuierlich Fotos der Mauer in Zentimeterauflösung zu machen. Sie fotografierten 90% der während der Ming-Dynastie erbauten Mauer und entdeckten die Überreste von über 220 geheimen Türen entlang der Mauer. Einige von ihnen haben eine bestimmte Breite und Höhe, die nur einer Person das Durchgehen ermöglicht. Andere sind groß genug, um zwei Pferden gleichzeitig das Passieren zu erlauben.
Warum gibt es dort Türen? Das Hauptziel der großen Mauer war es, das Land vor dem Feind zu schützen. Türen zu bauen, durch die der Feind eindringen könnte, würde den gesamten Sinn einer Mauer untergraben. Also waren die Türen natürlich geheime Durchgänge. Sie passten topografisch perfekt zur Umgebung und der Ausgang auf der Außenseite war mit Ziegeln getarnt, sodass er fast vollständig von der Ziegelwand zu unterscheiden war. Die Mauer war nie nur eine Verteidigungsmauer und sie war nie komplett geschlossen. Sie konnte bei Bedarf geöffnet werden. Sie war auch eine Struktur, die für Handel und Gewerbe, Kommunikation zwischen Innen und Außen der Mauer und natürlich für Verteidigung und Spionage genutzt wurde. Einige Türen wurden für den Handel mit der anderen Seite genutzt. Durch kleinere Türen würde eine Person herausschleichen, um den Feind auszuspionieren, der auf der anderen Seite lebte. Die verborgenen Tore waren auch nützlich für einen plötzlichen Angriff. Wie Sie sich erinnern, waren einige Tore von außen mit Ziegeln getarnt. Der Ausgang war so unauffällig, dass der Feind keine Ahnung hatte, wo er sich genau befand. Der innere Eingang für chinesische Soldaten war hohl. Sie konnten also durch die Wand gehen und das getarnte Ausgangstor von innen aufbrechen, um ihren Überraschungsangriff zu starten. Obwohl es hauptsächlich darum ging, Außenstehende daran zu hindern, in die Stadt zu gelangen, war die Mauer in dieser Hinsicht nicht allzu wirksam. Sie konnte immer noch überklettert oder umgangen werden. Daher wurde die Mauer ständig überwacht und die Wachposten gaben den Truppen Signale, wenn sie den Feind näher kommen sahen. Außerdem bot die Mauer mehr Zeit, um die Kräfte des Landes zu mobilisieren und zu stärken oder die feindlichen Truppen in eine schwierige strategische Position zu locken. Der Bau stoppte am Ende des 19. Jahrhunderts. Die Mauer verlor aufgrund technologischer Fortschritte ihre strategische und militärische Bedeutung. Im Laufe der Jahrhunderte bis heute sind nur 1% der großen Mauer in gutem Zustand, der Rest ist beschädigt. Auch ist etwa ein Drittel der Mauer aufgrund von natürlicher Erosion und menschlicher Beschädigung spurlos verschwunden. Man könnte also sagen, es ist jetzt nur noch eine ziemlich gute Mauer. Wie Sie sich erinnern, wurden die ersten Teile der Mauer aus gestampfter Erde und Holz gebaut. Das sind nicht die zuverlässigsten Materialien, wenn wir von Tausenden von Jahren sprechen. Auch destruktive landwirtschaftliche Methoden verwandelten große Flächen in eine Wüste und trugen zur Erosion bei. Auch wurden im letzten Jahrhundert viele Steine von der Mauer entfernt, um beim Bau von Bauernhöfen und Häusern verwendet zu werden. Die Mauer wird auch heute noch Stein für Stein abgebaut, diesmal jedoch von Touristen. Eine ganze Reihe von ihnen nimmt einen Stein als Souvenir mit. Das sind insgesamt viele Steine, wenn man bedenkt, dass jedes Jahr über 10 Millionen Touristen die große Mauer besuchen. Seit 1987 ist die Mauer ein UNESCO-Weltkulturerbe, was unterstreicht, dass sie eine herausragende Bedeutung für die Menschheit hat. Die Mauer ist eine von Chinas 56 Weltkulturerbestätten, der 2. Platz unter den Ländern mit von der UNESCO geschützten Sehenswürdigkeiten. Wer ist Erster, fragen Sie? Die Spitzenposition mit 58 Weltkulturerbestätten gehört Italien. Und wussten Sie, dass die Mauer nicht nur eine berühmte Touristenattraktion, sondern auch der Austragungsort des Great Wall Marathons ist? Es handelt sich um einen Marathon, der 1999 ins Leben gerufen wurde und zu den anspruchsvollsten der Welt gehört. Sie haben richtig geraten. Die Teilnehmer laufen entlang der Mauer, einschließlich aller Stufen. Es gibt 3 Distanzen, sodass die Teilnehmer einen vollen Marathon von 26 Meilen, einen Halbmarathon von 13 Meilen oder einen Funlauf von 5 Meilen absolvieren können.